alle. Unser nächster Talk ist über die Zerstörung von oder das Abreißen von akademischen Paywalls. Ich weiß nicht, ob jeder von diesen Paywalls schon gesehen hat. Was ihr vielleicht auch gemerkt haben könntet, diese Paywalls unterscheiden sich dadurch, dass sie sich von anderen Paywalls unterscheiden, dass sie eher nicht transparent sind oder leicht verständlich sind. Und sie zeichnen sich insbesondere durch eben umso mehr ausbeuterische Preispolitik auszeichnen. Vielen Dank. Es ist. Hallo, ich bin Storm, ich bin vom Internet. Ich möchte mit euch über Paywalls sprechen. Paywalls sind. Also, ihr kennt vielleicht das Konzept. Wir haben irgendeine Information und wir können nicht ran, weil da eine Barriere vor ist. Und heute sprechen wir darüber, wie man darüber kommt. Und ich möchte über theoretische Sachen sprechen. Ich möchte aber auch über praktische Lösungen sprechen, um Inhalte aus Paycastles zu extrahieren. Und wie man mit Watermarks umgeht. Um anzufangen, ich möchte halt ein paar rechtliche Sachen feststellen. Und die übersetze ich jetzt nicht. Also, macht nicht, was ich euch hier anbiete. Also die theoretischen, also die Art und Weise, wie Wissenschaftler mit Paywalls umgehen mussten oder sich auseinandersetzen mussten. Es gab ein, und hier konnte man sehen, dass einige der Ansätze, die er vorgeschlagen hat, um zum Beispiel zu fragen, ob man einen Artikel teilen darf, nachdem er veröffentlicht wurde. Sobald man ein Artikel veröffentlicht hat online, ist es schwierig, ihn einfach zu teilen. Heute wollen wir halt auf Folgendes fokussieren. Wenn wir Artikel online kostenlos kriegen können, warum sollte das Restriktionen für den Autoren immer noch beinhalten, auch wenn das eigentlich der Schöpfer ist? Und wir reden jetzt über unethische Sachen. Und Strippers und MacLeod haben diese Policy entwickelt, dass wenn man das, was wir uns heute anschauen wollen, ist außerhalb und nicht legale Paywall-Umgehungsstrategien. Und ihr habt vielleicht von Orrin Schwartz gehört, unserem Gorilla-Manifesto. Und schließlich, es geht nicht um Copyleft und die Verteidigung von Copyleft. Es geht vielmehr darum, es geht eher um etwas wirklich Bösartiges. Und Copyright macht eigentlich Zugänge erst möglich, was eigentlich eher widersprüchlich ist, weil Copyleft stellt intellektuelles Eigentum nicht in Frage. Es geht hier nicht darum, sie sollen nicht, sondern sie sollen, ist das, was eigentlich Copyleft sagt. Und daher geht es darum, warum soll man vorgeben, was die Gemeinschaft jetzt macht, ist, dass Copyleft, das war jetzt einfach zu schnell. Okay, und dann offener Zugang. Was kann man darüber reden? Es gibt unterschiedliche, wie man intellektuellen Informationen kriegt. Zum Beispiel PLS, öffentliche Bibliothek von Wissenschaften. Auf der einen Seite reden sie darüber, ungefilterten Zugriff auf diese Daten geht, aber im nächsten Absatz sagen sie, Emissionsstätten, dass sie die Creative Commons Non-Attribution Lizenz benutzen. Copyleft ist ein Abbruch. Also was diese eigene Lizenz macht, ist egal. Es ist nur, dass irgendjemand eine Idee hat, dass es eine Lizenz in den ersten Satz überhaupt einblenden muss. Und darum sind wir gegen Copyleft, darum sind wir gegen offenen Eingriff, sondern wir wollen einen Copy-Kampf machen. Das ist die Idee, von der ich komme. Und jetzt ist die Idee, wie wir Content, die Inhalte wirklich verfreien. Wir haben eine Reihe von Regeln, die wir folgen. Zuallererst seid
klaut immer von der Bücherei und leiht sie nie aus. Die Idee ist, warum? Wir haben immer die Idee gehabt, dass wir gut sein sollen. Wir sollen Bücher aus der Bücherei ausleihen und die rechtzeitig zurückgeben. Und das ist eine sehr interessante Tracking-Database, die herausgekriegt werden, was wir online machen wollen. Also sagen wir wollen ein besonderes Forensik-Bereich haben, der ein bestimmtes Bücherei hat. Und wenn man es immer ausleiht und wir zurückgeben, und man immer dabei immer eine Kopie einscannt oder veröffentlicht und man sagt, einer der Journalists sagt, in den Büchereien schaut und schaut, hey, der hier hat diese bestimmten Sachen, Journals ausgeliehen und die sind online gefunden worden. Und dann kann man sagen, Online-Seiten könnten eventuell auch Online-Records haben. In der Regel sind bei Liberitäten, in der wirklichen Identität zurückgesetzt werden könnte. Und dann kann man sich sehr ins Du neutralisiert werden. In diesem Fall sind Fälle, wo der Angreifer hat die Quelle von dem Inhalt zerstört. Also normalerweise werden wir sie festgenommen oder teilweise auch dazu gebracht werden, sich selber umzubringen. Also die Idee ist, dass wir nicht die Bücherei benutzen, außer man muss sie benutzen. Und wenn man sie benutzen muss, immer von der Bücherei klauen. Und dann immer die Sache digitaler Vektoren als Stelle von Büchereien. Die Sache ist die, wenn ich es besitze, aber in der Regel ändert sich die URL. Die letzte ist, dass die Library ist, viele, also 28 Terabyte von wissenschaftlichen Arbeiten hat. Das sind ungefähr 26% aller veröffentlichten Dokumente hat. Und das ist eine der Hauptsachen. Eine andere ist Sci-Hub. Sci-Hub ist genauso eine Sache, die haben verschiedene Proxys und die kann man auch eine URL eingibt und dann holt sich das, diese URL. Was Sci-Hub macht, ist das, was wir in den 90ern gemacht haben, wo man sagt, hey, wir gehen zu öffentlichen Proxys und die, wenn die bestimmte Schlüsse haben, dann gehen wir dahin und wir laden alle die Inhalte runter. Sci-Hub automatisiert das. Wenn man eins aktiv holt, dann kopiert sie das einfach. Das ist eine der wenigen Hauptsachen, die wir benutzen, anstelle von physikalischen Büchereien einbrechen. Das ist eine andere von Gruppen organisierte Sachen. Das ist zum Beispiel Reddit Scholar, die kann man verschiedene Sachen bekommen. Wenn einer es findet, dann wird es veröffentlicht, ähnlich auch auf Twitter, wo der Hashtag ist ICANHASPDF. Da hat man eine URL oder eine DOI, also Document ID, und irgendjemand hoffentlich schickt die einem einen Link. Es gibt auch noch ein paar andere Quellen, zum Beispiel Google Scholar, die offene Quellen von Sachen kommt, die normalerweise kosten, und ansonsten kann man auch die persönlichen Seiten von den Autoren sich anschauen. Und dann, wenn man in die Vergangenheit, in die Bücherei schaut, wenn nichts anderes passiert, aber man hat eine Universitätsbücherei, dann kann man auch da hinschauen, ob man sie daher bekommt. Auch dann nur, wenn man eine offene Bücherei hat. Manchmal sind die versteckt. Wenn man zum Beispiel einen Katalog hat und dann sich das anschauen muss und dann Windows-Schlüssel und dann rechtsklicken und dann kann man eine Bibliothek aus den Privilegs ähneln, dann muss man eventuell keine Benutzer-Account angeben. Eine der letzten Auswege, wir können einfach nicht finden, was wir online finden, da müssen wir wirklich zu einer öffentlichen Heilsbeit-Autorität gehen. Da müssen wir gute operationale Sicherheit machen. Okay, vielleicht kennen Sie den Fall von Aaron Swartz. Wenn nicht, dann, also Aaron war da angefesselt, in ein paar öffentliche Artikel runterzuladen. Und das hat er in einem Server-Rack gemacht. Er ist zu einem bestimmten Server-Rack gegangen, hat seinen Festplatten eingesteckt und hat dann ein paar Millionen Artikel runtergeladen und veröffentlicht. Was Aaron das Problem war, er ist zurückgegangen zu demselben Serverschrank und jetzt ist es
haben die Admins gemerkt, dass es sehr häufig da ist, aus immer demselben Server-Rack, und dann haben sie eine Kamera aufgebaut in diesem Bereich. Und den ersten Punkt ist, geht nie mehr zurück. Benutzt immer, geht immer in andere Quellen, wenn ihr wirklich vor Ort sein müsst. Eine andere Sache ist, schaut, dass ihr nicht keine Funktionen habt, dass ihr wirklich da seid. Also zum Beispiel keine Kälte durchmachen. Oder man kann auf unterschiedlichen Arten weisen, dass man reinkommt, um zum Beispiel Social Hacks, und dann kann man vielleicht trotzdem reinkommen. Und dann noch in diesem Punkt haben wir eventuell ein paar Artikel haben. Also bevor wir sie veröffentlichen oder teilen, müssen wir das ganze Gift, was da noch dabei ist, entfernen, bevor wir sie wirklich veröffentlichen oder teilen können, um dass nicht wir oder zurückverfolgt werden können und neutralisiert werden können. Es gibt drei Sachen, die Veröffentlichen eventuell einbauen können. Content Protection, Wassermarken und Metadaten. Und wie können wir damit rumgehen? So, zuallererst Content Protection. Content Protection ist einfach Sachen, dass wir mit manchen Sachen mit dem Artikel nicht machen können. Zum Beispiel nicht kopieren oder nicht ausdrucken oder vielleicht auch nicht lesen. Okay, es gibt unterschiedliche Arten, wie man das umgehen kann. Eine der Sachen ist Advanced PDF Password Recovery Pro, und da kann man auch Passwörter einfach ausprobieren, wenn sie password-protected sind. Und das ist eine der Sachen für sehr grundlegende Sachen, zum Beispiel verbesserten, zum Beispiel PDF Lifecycle, müssen, wo man einen speziellen Server gehen muss. Dann versucht man den Server in Localhost umzuliefern und dann macht man das lokal. Es gibt sehr gute Beschreibungen, wie man das macht. Das kann man sehr einfach machen, wenn man einfach nur anschaut, wie man das macht. Es gibt diese Content-Protection, das ist die offensichtlichen Formen, wo man das Inhalte schützt. Also wenn man einen Artikel nicht kopieren kann. Eine versteckteren Sache ist Wassermarken. Wassermarken funktionieren dadurch, dass es wird in die wirklichen Artikel versteckt wird. Das kann man zum Beispiel mehr Anmerkungen machen, wo drin steht, es wurde von wo auch immer mit wie runtergeladen wurde. Und das wären die ersten und die einfachsten Sachen. Die sind sehr einfach zu finden und die kann man sehen und loswerden. Eine sehr einfache Sache, die man benutzen kann auf ersten wäre Briss. Briss kann man das PDF reinmachen, dann kann man ausschauen, wo die Sachen sind, und dann kann man sie entfernen, die Wassermarken. Hier haben wir einen zensurisierten Artikel, da war vorher was im Briss, eine Margin Area und danach ohne. Aber das Problem ist, dass die Briss nicht destruktiv kommt. Das heißt, das Einzige, was es macht, ist, verändert die Ansichtbare Bereich und es löscht nicht den Inhalt. Also wenn man nur Briss benutzt, dann kann man sich die Datei wirklich anschauen und den Inhalt dort anzeigen, obwohl es nicht ausgedruckt wird oder angezeigt wird, weil es immer noch im PDF drinsteckt. Was man stattdessen besser macht, ist den Artikel komplett neu ausdrucken und beim Drucken die neuen Sachen machen kann. Die Margins entfernen kann, also einfach die Sachen abschneidet. Das waren die einfachen, die wir sehen können. Es gibt andere, die viel besser versteckt sind, die wir eventuell benutzen können. Das eine ist, wie man die Sprache wirklich verändert. NLW oder Natural Language Watermarking ist, dass man Zusatzinformationen reinsetzt und es verändert den Syntax des Artikels. Und zum Beispiel, was man hier sieht, ist eine Sache ist, ich esse gestern einen grünen Cupcake, und der andere sagt, gestern saß ich einen Cupcake, der grün war, oder ähnliche Sachen. Das heißt, der Inhalt ist gleich. Wenn man den Satz verändert, dann kann man schauen, welcher Satz aus dem Artikel benutzt wurde. Und man kriegt raus, von woher es kommt. Und die andere Idee ist, dass es sehr einfach umzugehen ist. Man kann einfach nur zwei Kopien
vergleichen und wenn da ein Unterschied ist, dann ist es da selber. Dann gibt es auch eine weitere, dritte Methodik ist, und das ist, dass Leerzeichen drin sind. Die Leerzeichen, die da zwischen den Wörtern ist, zwischen den einzelnen Seiten und den Seitenzeilen oder so, wenn man den Inhaltsprotection umgeht, dann kann man ganz einfach den Text als einen Plain Text umzuwenden und dann werden die einfach nicht übertragen. Und die dritte Komponente, die sie benutzen, ist Metadaten. Also Metadaten sind wieder Daten über die Daten. In diesem Fall Sachen wie, wer der Autor ist, wann es generiert wurde, welche Zeit gelesen ist oder ein UUID-Feld, über das wir in einer Sekunde reden möchten. Also, wenn wir etwas wie Adobe Acrobat benutzt, dann gibt es eine Extensive Metadaten-Entfernungstool drin. Und hier kann man sagen, es löscht einen Haufen von Informationen und Metadaten. Und das ist eine Lüge. Wenn wir die Metadaten eines PDFs, das entfernt wurde, mit Acrobats entfernen gerät, dann sind die immer noch drin. Wie zum Beispiel UUID-Parameter, wenn man es in einem Hexeditor öffnet. Das ist eine Liste von schlechten Sachen. Unser Ziel ist, diese ganzen schlechten Sachen zu entfernen. So, was kann man... was ist diese Unique User ID? Diese XMPP-Spezifikationen, die XMP benutzt, sagen uns nicht, was es ist. Sie sagen nur, das ist nur, das ist abhängig von dem Drucker. Der Drucker kann die UUID-Parameter auswählen. Best Practices sind, dass es zumindest teilweise ein Zufallszahlengenerator ist, aber andere benutzen die MAC-Adresse. Und das ist, wie zum Beispiel der Autor von Malicia-Virus gefunden wurde. Dass die UUID, die benutzt wurde mit dem Malicia-Virus in ein paar Word-Dokumenten, war auch ein paar andere Zufallszahlen, die irgendwann öffentlich veröffentlicht wurden. Das war ein Freund von dem, der den Virus geschrieben hat. Also die UUID ist gefährlich. Adobe spezifiziert sagt nicht, dass man die UUID benutzen muss. Also in Theorie könnte jedes PDF-Benutzer die UUIDs die zurückführen können. Also müssen sie entfernt werden, wenn man das Dokument editiert. Wie man zum Beispiel in Adobe Acrobat, dann werden sie nicht ordentlich entfernt werden. Darum muss man zurückgehen, in das Dokument in einem Hex-Viewer gehen und die modifizieren oder entfernen, die Parameter. Und das ist natürlich alles darüber, die Dinge zu verändern und man kann das Ganze natürlich auch im Hex-Editor öffnen. Und wenn man das Ganze einfach nur löschen will oder wenn man es fälschen will, dann gibt es ein Tool, das Metadata Analyzation Tool gilt. Das Ding, wenn man die Sachen einfach löscht, dann weiß der Gegner natürlich, dass man die Sachen halt verändert hat und dass man versteht, dass es solche Sachen gibt. Wenn man also die Zeit hat, diese Dinge zu verändern kann, anstatt sie einfach zu löschen, das würde dafür sorgen, dass man halt den Gegner auf die falsche Fährte lockt. Und an dieser Stelle ist, wir haben darüber gesprochen, wie man Artikel umgestalten kann. Wie können wir jetzt diese Artikel teilen? Das erste Prinzip, dass natürlich sollte man nicht die eigene IP verwenden oder die IP von der Universität zu benutzen. Man sollte Tor benutzen. Man sollte natürlich nicht Tor vom Universitätsnetzwerk benutzen, weil man dann natürlich die einzige Person wäre, die Tor im Universitätsnetzwerk benutzt. Das zweite ist, was man sollte, ist warten. Denkt dran, ihr habt zum Beispiel ein Buch von Amazon gekauft, um 5 Uhr gekauft und dann habt ihr immer wieder Bücher gekauft, sie eingescannt, hochgeladen und dann kann man natürlich Zeitkorrelationsangriffe machen. Eine weitere Sache, die man machen sollte, dass man halt immer wartet, bis man Sachen hochlädt, um Zeitkorrelationsangriffe zu erschweren. Und natürlich sollte man die Daten ändern, um die Zeitpunkte im Dokument zu verändern, um halt die Leute auf die Fährte zu locken. Oder vielleicht sogar in der Zukunft.
Und man kann halt natürlich Datei-Hosting verwenden, die relativ freundlich sind, wenn es darum geht, Dateien zu sharen. Okay, das ist es im Wesentlichen, was ich jetzt noch... jetzt können wir noch ein paar Fragen gestellt bekommen. Das ist wirklich ernsthaft, das Thema, weil Leute für sowas halt verhaftet werden, weil sie Informationen verteilen. Und deswegen seid vorsichtig und deswegen sind wir halt in einem Konflikt und es gibt einige Fälle, wo wirklich solche Probleme und ernsthafte Dinge passieren. Es ist wirklich sehr ernsthaft alles. Vielen Dank und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann fragt jetzt. Okay, vielen Dank. Wir haben noch Zeit für Fragen und ich bitte, dass Sie alle zu den Mikrofonen gehen und wir haben schon eine Frage, also bitte anfangen. Ja, ich habe eine Frage. Die Aufgabe, einfach nur Bücher aus der Bücherei zu klauen, ist sehr komisch, weil insbesondere zerstört es die meisten ethischen Prozesse und Regeln überspringt. Und die Büchereien müssen insbesondere vor die verteidigen die Rechte von den Leuten. Wenn sie vor wenigen Tagen Bruce geredet hat, dann hat er über die National Security Letter von National Archive ist und dagegen gekämpft hat. Viele Büchereien haben eine lange resistente Geschichte, die Resistenz gegen die Records von den Patrons haben. Also nicht bist du falsch geführt worden, dass die Büchereien zu kaufen sollen. Und das ist jetzt keine Frage, sondern ein Statement. Also, wie es muss man Antwort ist, die nicht alle Büchereien sind dagegen. Zum Beispiel sind sie nicht immer über die Privatsphäre der Benutzer. In den USA müssen sie das unter Umständen machen. Aber in diesem Fall muss man auf alle Fälle den Gegner vertrauen. Wenn man sagt, die Bücherei vielleicht, aber man muss halt der Bücherei vertrauen. Und wenn man das nicht macht, dann macht man trotzdem einfach nur einen Fehler. Ein anderer Punkt ist, dass man ein Buch in der Bücherei leihen kann. Oder man kann es einfach fotokopieren mit dem Handy, ohne einen um eine Nachricht zu hinterlassen in der Bücherei. Und damit können andere immer noch dieses Buch haben, das geteilt wird. Okay, nehmen wir es Punkt für Punkt. Ja, man kann das Buch in der Bücherei lesen, aber nur, wenn man einen physikalischen Zugriff auf die Bücherei hat. Wir wollen, dass sie Wissen global Zugriff haben, wo nicht alle Zugriff auf eine Bücherei haben. Und der zweite Punkt ist, wenn man ein Foto oder eine Fotokopie davon hat, oder ein Foto mit dem Handy macht, ja, das kann man machen, wenn man sehr schlechte Bilder davon haben möchte. Wenn man das Buch nicht aus der Bücherei entfernen möchte, dann kann man zum Beispiel deren tollen Scanner benutzen. Aber um noch weiter zu gehen, wir scheinen, dass die Vermutung ist, dass die Bücherei aus der Bücherei klaut. Wäre es sonst nicht aus der Bücherei hinausgenommen werden für den ganz normalen Büchereien? Die werden normalerweise rausgenommen werden. Wir nehmen die Bücher aus der Bücherei und machen sie ins Internet, anstelle dass sie nur ausgeliehen werden, selber gelesen werden, also ganz selfish und die werden dann erst zurückgebracht. Also wir bringen sie nicht zurück, sondern wir geben sie online, wo viel mehr Leute Zugriff auf diese Informationen haben. Ja. Aber um dieses Buch zu klauen, braucht man physikalischen Zugriff zu der Bücherei. Anstelle das Buch zu klauen, kann man das Buch kopieren. Die Qualität der Kopie, die man macht, ist selten deutlich schlechter für die Gebrauchbarkeit. Also man kann auch sagen, also wir haben jetzt gerade ein paar mehr Fragen, aber trotzdem vielen Dank. Wir brechen jetzt hier diese Diskussion ab. Also, wenn ihr eine große Anzahl von PDFs habt, wo die Metadaten geändert werden sollen, hast du eine Empfehlung für Batch Processing? Es kommt auf die Absichten an. Möchtest du die
die Metadaten ändern, also die Toolkits zum Anonymisieren sind relativ einfach. Wenn man die Daten aber fälschen will, dann gibt es leider derzeit keine Tools, die sowas wirklich in automatisierter Art und Weise lösen. Ich kenne leider keine Fälschungssoftware für große Datenmengen. Es gibt noch eine andere Frage. Auf der anderen Seite, Sie haben gesagt, dass es zwei potenzielle Lösungen gibt mit dem grünen Cupcake und dem Zeilchenabständen. Ja, okay, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es reingeschaut und 20 Nature-Artikel haben keiner davon, dass dieses System benutzt, aber die Systeme existieren. Also wahrscheinlich wird es nur eine Frage der Zeit sein, bevor sie weit benutzt werden. Und im Moment wird es noch nicht öffentlich gemacht, aber möglicherweise in der Zukunft. Also in dem Moment sind das rein theoretische Angriffe. Aber wir sollten darüber anfangen, darüber nachzudenken. Solange sie noch nicht davon ist. Und wir müssen halt das trotzdem machen. Und die sollen sich darüber verängstigen. Gibt es noch weitere Fragen? Weitere Fragen? Dann kommt bitte zum Mikrofon, wenn ihr könnt. Hier drüben. Ja, also. Es ist etwas abseits vom Kernthema der Präsentation, aber um das zu ergänzen, diese Datenbefreiung-Strategie. Und eine Strategie sollte auch sein, die Autoren dieser Publikation zu befreien. Es gab viele Sachen, die getan wurden, geschichtlich, die mit sozialen Konventionen um eine eine erneute Publikation der Sachen, der Dokumente ermöglicht. Man kann es auf, also die Forscher können ihre Publikation auf die Universitätswebseite packen und academia.edu erlaubt es ebenfalls, die Papers hochzuladen. Ich habe mir halt überlegt, ob diese Gorilla-Attacken auf der einen Seite und ob das eventuell dann dafür sorgt, dass die Autoren das gut finden. Also es ist halt, oder ob es nützlich ist. Es ist anders für die Journals. Entschuldigung, wir sind aber eher, wir haben nicht viel Zeit. Die Frage war jetzt, was Academia und ResearchGate angeht, wir sollten diese Sachen nicht unbedingt unterstützen, weil sie eher, also wir sollten uns nicht diesen Restriktionen, diese Portale den Autoren auflegen, unterstützen. Ungefähr das hat er gesagt. Wir haben noch eine sehr kurze Frage. Ich möchte über den vorherigen Frage zu machen. Viele normalerweise wollen die Autoren das online stellen, aber in Deutschland ist das Problem sehr stark ist, dass die Veröffentlicher es nicht ins Internet erlauben, wenn man das in einem Magazin veröffentlicht, dann ist es ein Problem. Wir sollten das in einer zukünftigen Konferenz besprechen. Das wäre jetzt mehr eine Anmerkung als eine Frage. Also sind wir dabei einverstanden? Ja, das ist eine gute Sache. Also vielen Dank für das Zuhören mit diesem großartigen Vortrag. Vielen Dank auch für das Zuhören bei unserer deutschen Übersetzung. Wir waren Franz T. und